Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Frankreich, der 13. Oktober des Jahres 1307. An einem einzigen Tag wird die militärische Elite Europas verhaftet. Eine Organisation wird zerschlagen, die nicht nur über Macht, sondern auch über unermesslichen Reichtum verfügt. 2 Jahrhunderte lang waren sie die heimlichen Herrscher Europas und des Orients. Der Stolz des Abendlandes, die Tempelritter. Plötzlich Opfer der Inquisition. Wie kam es zu diesem Niedergang? Wie zur Vernichtung des mächtigsten Ordens der christlichen Welt? Europa im 14. Jahrhundert. Ein Kampf unter den Mächtigen bahnt sich an. Der Papst, der Vertreter Gottes auf Erden, ringt um die Einheit der Kirche. Der König von Frankreich will die absolute Macht, dafür braucht er Geld. Ihm zu Diensten sein Kanzler, dem jedes Mittel recht ist. Er soll geopfert werden. Das Oberhaupt der reichen und mächtigen Tempelritter. Er wird den Prozess führen, der Inquisitor. Ein Brief an den König bringt den Stein ins Rollen. Diktiert von einem Denunzianten. Der Mann ist Tempelritter und sitzt wegen krimineller Machenschaften im Gefängnis. Er will seine Haut retten. Seine Ordensbrüder beschuldigt er schlimmster Verbrechen. Man spricht Lateinisch. Die Templer haben, so sagt er, trotz ihres Keuschheitsgelöbnisses sexuellen Verkehr. Und zwar untereinander. Die angeblichen Verbrechen der Templer erschüttern das Land. In den Schaltzentralen der Macht wird ein Coup gegen sie vorbereitet. Mit brachialer Gewalt geht die Staatsmacht vor. Überall im Land werden Verhaftungen vorgenommen. Es regt sich kein Widerstand. Aus Klöstern, Kirchen und Gutshäusern holt man die Tempelritter heraus. Nur wenige ergreifen die Flucht. Die Staatsmacht ist völlig überrascht. Ohne Gegenwehr lassen sich die militärisch gut ausgebildeten Ritter abführen. Man wirft ihnen Ketzerei vor. Darauf steht die Todesstrafe. Bis zu diesem Tag galten die Tempelritter als Garanten der christlichen Ordnung.
Doch jetzt werden Hunderte, Tausende verhaftet. Zuerst in Frankreich, dann in anderen Teilen Europas. Waren sie wirklich Ketzer? Oder suchte die Staatsmacht nur einen Vorwand, um ihre Macht zu brechen? Bis heute wird gerätselt, wie die Vernichtung der Templer so reibungslos gelingen konnte. Geben die Protokolle der Gerichtsschreiber Antwort auf diese Frage? Angeklagter und Kronzeuge ist der letzte Großmeister des Templerordens, Jacques de Molay. Auf ihn wird es ankommen. Das Inquisitionstribunal. Geht es allein um die Wahrheit oder inszenieren die Handlanger der Macht einen Schauprozess, wie ihn der Künstler dieses Gemäldes darstellte? Anhand der Originalakten machen wir uns auf die Suche nach der Wahrheit, rollen den Prozess noch einmal auf. In den Kerkern der Inquisition warten die Angeklagten auf ihren Prozess. Ihnen droht die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen. Rom, Zentrum der Christenheit. Das Geheimarchiv des Vatikans. Hier forscht die Historikerin Barbara Frale, Expertin für mittelalterliche Geschichte. Sie untersucht die Rolle des Papstes bei der Verfolgung des Templerordens. Bei ihrer Suche entdeckt sie eine Sensation. Ein Dokument aus dem Nachlass von Papst Clemens V. Vor zwei Jahren stieß ich im Geheimarchiv des Vatikans auf ein unbekanntes Dokument, das man seit Jahrhunderten verloren glaubte. Der Fund ist revolutionär, weil er die bisherige Sicht auf die Vorgeschichte des Prozesses völlig umwirft. Man war sich bisher sicher, dass der Papst die Templer für schuldig hielt. Jedoch spricht in diesem Pergament der Papst im Gegenteil von der Unschuld des Großmeisters der Templer und anderer hoher Würdenträger. Kommt erst jetzt, nach fast 7 Jahrhunderten, die Wahrheit ans Tageslicht? Die Templer, Opfer eines gewaltigen Justizmordes? Woher kommen die Tempelritter, die bereit waren, ihr Leben dem Orden zu weihen? Nur wer von Adel ist, kann aufgenommen werden. Die große Glanzzeit des Rittertums ist vorbei. Nicht wenige werden Raubritter oder verdienen sich auf Turnieren ihren Lebensunterhalt. Schaukämpfe eines Standes, der sich im Niedergang befindet. Aus verarmten Rittern und den Zweitgeborenen, die kein Erbe erwarten können, rekrutiert sich der Nachwuchs. Aus Wüstengesellen werden Mönchsritter, bewaffnete Ordensleute im Dienst der Christenheit. In ganz Europa treten sie dem Templerorden bei. Kein Land, wo sie nicht vertreten sind. Der Orden wächst zu einer internationalen Organisation. Sie ist aufgeteilt in Kommandanturen, Befehlseinheiten. Manche bestehen nur aus 5, 6 Ordensbrüdern, andere aus Festungen, mit mehreren 100 Mann Besatzung. Die Temple Church im Herzen von London, eines der am besten erhaltenen Bauwerke aus der Templerzeit. Hier sind Tempelritter bestattet, die an den Kreuzzügen ins Heilige Land teilgenommen haben. In christlicher Mission waren sie in den Krieg gezogen. Das Gebot, du sollst nicht töten, war außer Kraft gesetzt. Wer einen Andersgläubigen umbrachte, handelte im Auftrag Jesu. Wer starb, gelangte direkt ins Himmelreich. Es gab zwei Gründe, warum die Templer so mächtig waren. Zum einen gab es ein ideales Motiv. Sie verkörperten den Heiligen Krieg, gaben ihr Leben, um das Heilige Grab und Jerusalem zu verteidigen. Und zweitens gab es ein ökonomisches, ein materielles Motiv. Der Orden war äußerst wohlhabend. Das bedeutet, im Lauf von 200 Jahren haben Christen ihnen Ländereien, Geld und Güter geschenkt, um den Kreuzzug und die Verteidigung des Heiligen Landes zu finanzieren. Ihr Aufstieg beginnt mit den Kreuzzügen. Am Ende des 11. Jahrhunderts sammeln sich Ritter, um nach Palästina zu ziehen. Religiöser Fanatismus treibt sie, die Muslime zu vernichten.
Ein schwer bewaffnetes Heer zieht nach Osten, um das heilige Land von den Ungläubigen zu befreien. Tausende folgen vom Jahr 1096 an dem Aufruf, am Kreuzzug teilzunehmen. Ritterheere brechen auf, um in 7 großen Zügen auf dem Landweg in den Orient zu ziehen. Später wird der Weg übers Meer genommen. Eine kleine Truppe von Kreuzrittern übernimmt den Schutz der christlichen Pilger vor Überfällen im Heiligen Land. Sie ist die Keimzelle des Templerordens. Das furchtlose Schutzkommando wächst in wenigen Jahren zu einer schlagkräftigen Armee heran. Ihr Mut wird bald Legende. Eher lässt sich ein Tempelritter töten, als dass er im Kampf gegen Türken und Sarazenen aufgibt. Im Zeichen des Kreuzes wird ein Krieg geführt, in dem Tausende den Tod finden. Jerusalem wird in einem Blutbad von den Kreuzrittern erobert. In der heiligen Stadt entsteht das Verwaltungszentrum der Tempelritter. Hier ist der Sitz des Großmeisters, der unbeschränkte Autorität genießt. Nur der Papst steht über ihm. Strenge Ordensregeln fordern blinde Gefolgschaft und unbedingten Gehorsam. Kein Untergebener weiß im Voraus, welchen Dienst er übernehmen und wann und an welchem Ort er eingesetzt wird. Die Charakterstärke jedes Einzelnen wird immer wieder neu auf die Probe gestellt. Die Versorgung des Ordens im Heiligen Land muss geregelt werden. So entstehen die ersten Banken. Eine Geldeinzahlung, in Frankreich vorgenommen, kann in Jerusalem ausgezahlt werden. Konten werden eingeführt. Der bargeldlose Bankverkehr ist erfunden. Eine der Grundlagen für den Reichtum des Templerordens war geschaffen. Paris. In der französischen Metropole lag die europäische Zentrale der Templer, deren Orden in ganz Europa Niederlassungen hatte. Im Nationalarchiv Frankreichs werden die Dokumente der Templer aufbewahrt. Geben die Schriften Informationen über ihren Reichtum? Es steht fest, dass sie große Reichtümer besitzen, die sich auf die Ausbeutung von Hunderten von französischen, aber auch anderer wie spanischer oder englischer Güter gründet. Dieser Reichtum war für die Versorgung des Heiligen Landes und den Kampf um seine Befreiung bestimmt. Der größte Hafen des Mittelalters in der südfranzösischen Stadt Aigues-Mortes. Heute ist das Hafenbecken verlandet. Hunderte von Schiffen treten von hier alljährlich die Reise nach Osten an. Mehrere Wochen dauert die Überfahrt ins Heilige Land. Seit der Eroberung werden Wallfahrten nach Jerusalem organisiert. Die Templer wittern eine lukrative Einnahmequelle. Sie gründen eigene Reedereien, übernehmen den Transport auch für christliche Pilger und gewähren ihnen sicheren Begleitschutz. Von Europas Westen bis an die Küsten Palästinas gründen sie Stützpunkte. Der Orden expandiert. In allen Wirtschaftszweigen sind die Ordensbrüder erfolgreich. Auf ihren Ländereien führen sie neue Anbaumethoden ein. So gelingt ihnen die Produktion großer Überschüsse. Ein strenges Regelwerk ordnet den Arbeitstag, unterbrochen nur vom Kirchgang. Die militärische Hierarchie regiert. Allein in Frankreich werden 1200 Kommandanturen unterhalten, zu denen Gehöfte und Kirchen, ja sogar ganze Städte gehören. Im Templerorden verbinden sich das weltliche Leben mit den geistlichen Ansprüchen der Zeit. Die ritterlichen Eigenschaften der Krieger und die spirituelle Kraft der Mönche in einer Person. Die Vereinigung von Ritterstand und Geistlichkeit ist eine Revolution. Beten und kämpfen. Die Verbreitung des Christentums mit Waffengewalt.
Das äußerst spartanische Leben in den Kasernen härtet die Berufskrieger ab. Ein Schlafsaal für 30 Ritter. Wie viel jeder von ihnen an Kleidung und Waffen besitzen darf, ist genau festgeschrieben. Persönliches Eigentum muss dem Orden übergeben werden. Der Orden der Tempelritter ist ein Armutsorden. Und dennoch ist er so vermögend, dass ihm sein Reichtum zum Verhängnis wird. Diesen Reichtum vor Augen sucht Frankreichs machtbesessener König Philipp IV. Nach Wegen, den Orden zu enteignen. Sein Gegenspieler, der Papst in Rom, Boniface VIII. Er stellt sich vor die Templer, weist den König ab und verstößt ihn schließlich aus der Kirche. Doch als Philipp die Nachricht von seiner Exkommunikation erhält, reagiert er gelassen. Was nutzt ihm eine Kirche, die von Rom aus in sein Land hinein regiert und von deren Steuern er keinen Pfennig sieht? Philipp IV., genannt der Schöne, entscheidet sich, den Machtkampf aufzunehmen. Er ist ein Meister des Verrats und der Intrige. Er verleumdet den Papst als sittenlosen Ketzer. Dann lässt er ihm auflauern. Er schickt seinen Kanzler nach Italien, um die Angelegenheiten zu regeln. Nogaret, die graue Eminenz. Er soll den Beweis herbeischaffen, dass der Papst ein Ketzer ist. Angeblich pflegt er den Umgang mit Geistern. Man will gesehen haben, wie der Papst einen Dämon in einer Wolke anbetete. Nogaret setzt einen Häscher auf den Papst an. Dann lässt er zuschlagen. Der Papst wird, wie es heißt, mit eisernem Handschuh geschlagen. Dann gepackt und getreten. Das Unternehmen ist ein voller Erfolg. Boniface VIII., schwer gedemütigt, erholt sich nicht mehr und stirbt 3 Wochen später. Das Attentat von Annani, nach der päpstlichen Residenz in Italien benannt, macht den Weg frei für den Angriff auf die Templer. Mit einem Papst als Widersacher hätte der König von Frankreich keine Chance gehabt, die Macht der Templer zu brechen. Der Historiker Jean de Richecourt hat das taktische Vorgehen des Königs untersucht. Am Anfang war da Nogaret, der immer die grundsätzliche Planung übernahm. Also zuerst die Affäre gegen Boniface VIII., das heißt das Attentat von Annani. Dann war er es, der alles Notwendige veranlasste, um zuerst die Templer zu verhaften und schließlich den Prozess zu führen. Während in Frankreich der König Pläne gegen die Templer schmiedet, leben sie, ohne Ahnung von dem, was sie erwarten sollte, auf der Insel Zypern. Nach der Rückeroberung des Heiligen Landes durch die Muslime hatten sie dort Zuflucht gesucht. Hier erreicht im Jahr 1305 den Großmeister Jacques de Molay ein höchst beunruhigendes Schreiben. Ungeheuerliche Vorwürfe gegen seinen Orden werden erhoben. Es soll zu Fällen von Gotteslästerung und unzüchtigen Handlungen gekommen sein. Das Oberhaupt des Templerordens verlässt daraufhin Zypern und reist nach Frankreich. Die Situation wird nun für die Templer zunehmend bedrohlich. Immer schrecklichere Gerüchte werden verbreitet. Was geschieht wirklich bei der geheimnisvollen Aufnahmeprozedur, die noch Jahrhunderte später mit schwarzer Magie und Geisterbeschwörung in Verbindung gebracht wird? Jeder Kandidat muss sich tatsächlich bestimmten Ritualen unterwerfen. Diese Rituale bringen den Templerorden in Verruf. Höhepunkt der Zeremonie, das Anlegen des Mantels, das Zeichen der Aufnahme in den Orden. Der Meister belehrt den Neuen über seine Pflichten. Dann der Kuss auf das Kreuz und der Bruderkuss. Um obszöne Praktiken und Homosexualität wird es später im Prozess gehen. Das Ordenssiegel der Templer, 2 Ritter auf einem Pferd, Zeichen gleichgeschlechtlicher Liebe. Auf Homosexualität steht der Tod. Gegen die ungeheuerlichen Anschuldigungen kann jetzt nur noch einer helfen, der neue Papst. Mit Clemens V. besteigt ein Franzose den Heiligen Stuhl.
Die Burg von Roquetaillade in Westfrankreich, gebaut von Papst Clemens V. Bis heute leben seine Nachfahren an diesem Ort. Bei der Papstwahl hat der französische König seinen Einfluss geltend gemacht. Wird ausgerechnet sein Kandidat die Templer schützen? Eine Familienangehörige des Papstes lebt in dem Schloss, Gräfin Bariteau di Carpière. Wie aber kommt es, dass ein Papst eigene Kinder hat? Solche Fragen waren für die Menschen im Mittelalter leicht zu beantworten. Die Geistlichkeit musste Gelöbnisse ablegen. Für die Frauen hieß das Keuschheit und Heiratsverbot. Für die Männer nur Heiratsverbot. So fing das alles an. Der Papst ließ Schloss Roquetaillade für einen seiner Söhne bauen. Dessen Nachfahre in der 25. Generation lebte hier bis zu seinem Tod vor wenigen Jahren. Und mit diesem Nachfahren war die heutige Schlossherrin verheiratet. In diesem Bett, so will es die Familienüberlieferung wissen, soll der Papst geschlafen haben. So haben sie Kinder bekommen. Wenn das nicht so gewesen wäre, gäbe es uns nicht. Ich erinnere, als ich meinen Mann kennenlernte, dass ich sagte, wie ist das passiert? Wie kommt das, dass du von einem Papst abstammst? Er wollte auf dieses Thema nicht eingehen. Aber meine Schwiegermutter sagte mir, es gibt andere Familien, von Adel, mit Titeln und so weiter, die abstammen von ich weiß nicht wem. Aber sie sagte, wir sind was Besonderes. Wir stammen von einem Papst ab. Der neue Papst, der seinen Sitz von Rom nach Avignon verlegt, gerät zwischen die Fronten. Wie soll er auf die Anschuldigungen gegen die Tempelritter reagieren? Der Denunziant hatte glaubhaft versichert, dass die Templer Ketzer waren. Frech erinnert er daran, wie viel Geld ihm für die Aussage versprochen wurde. Dann bittet er darum, dass man, wie verabredet, seine Aussage dem König zuspiele. Mit den schweren Anschuldigungen erkauft sich der Mann seine Freilassung. Der Auftritt des Zeugen ist ein abgekartetes Spiel, hinter dem der König steckt. Die eingefädelte Intrige verfehlt ihre Wirkung nicht. Den Bischöfen und Fürsten liegt nun eine offizielle Anzeige von Ketzerei vor. Sie müssen von Amts wegen reagieren. In ganz Europa werden die Autoritäten über das Ausmaß der Verbrechen informiert. Und nun lässt sich der König das als Neuigkeit vortragen, was er selbst in Umlauf gesetzt hat. Unus cum altero habitet carnaliter. Wenn einer sich mit dem anderen fleischlich vereinigt. Auch der Papst liest das Protokoll mit Schrecken. Der Großmeister ist tief getroffen. Was sollen die Vorwürfe bezwecken? Die Stadt Poitiers im Westen Frankreichs. Hier kommen Papst und König zusammen, um die peinliche Situation zu beraten. Der König weiß genau, die Kirche, die über großen Reichtum verfügt, wird er nicht enteignen können. Wohl aber den Templerorden, wenn er es geschickt anstellt. Philipp der Schöne hatte die Einigkeit vieler Bischöfe aus Frankreich erzwungen und Papst Clemens V. gedroht, Frankreich von der katholischen Kirche zu trennen, sollte dieser den Templerorden schützen wollen. Die Erpressung lautete also entweder die Einheit der Kirche oder der Templerorden. Der Papst zögert. Soll er die Templer ans Messer liefern, wie der König verlangt hat? In der königlichen Machtzentrale wird zum nächsten Schlag ausgeholt. Eine lange Liste über die Vergehen der Templer wird zusammengestellt. Sie beten einen Dämon an anstelle Gottes und huldigen einem Götzen. Der Papst gerät in eine ausweglose Lage. Clemens V. beschützt die Ketzerei der Templer. Folgerichtig heißt das, stellt er sich schützend vor die Templer, wird er selbst zum Ketzer.
Als genügend Anklagepunkte gesammelt sind, schreibt Nogaret dem König an Philipp durch Gottes Gnaden, König von Frankreich. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Templer, wie Wölfe im Schafspelz, bei der Aufnahme in den Orden dreimal Jesus Christus verleugnen und ganz nackt den, der sie aufnimmt, aufs Gesäß, auf den Nabel und auf den Mund küssen. Mussten die Templer in den Aufnahmeriten wirklich auf das Kreuz spucken? Eine solche Sünde kann nur mit dem Tod bestraft werden, wie die anderen obszönen Praktiken, von denen die Klageschrift spricht. Sind die im Verborgenen praktizierten Aufnahmerituale eine bloße Erfindung von den Feinden der Templer? Der Templer musste mit dieser Probe seinen Charakter beweisen, musste stark bleiben. Wenn die Oberen einen jungen Mann mit Autorität, mit starkem Charakter fanden, dann wiesen sie ihm militärische Aufgaben zu. Wenn er jedoch schwächlich oder furchtsam reagierte, gab man ihm harmlose Aufgaben, zum Beispiel in der Verwaltung der Kommandantur. Der infame Plan des Königs geht auf. Unter größter Geheimhaltung wird die Verhaftung der Templer vorbereitet. Briefe werden an alle Polizeipräfekturen des Landes verschickt. Haftbefehle, deren Siegel erst zu einem bestimmten Zeitpunkt gebrochen werden dürfen. Die Originale sind erhalten. Hier der Vorwurf der Sodomie, das gebräuchliche Wort für Homosexualität. Im Kern wusste man genau, dass der König im Geheimen die Verhaftung der Templer vorbereitete. Und dass die Verhaftung am gleichen Tag im ganzen Königreich stattfinden würde, kündigte ein Rundbrief an. Alle königlichen Ämter waren informiert. An ein und demselben Tag wurden alle Templer aller Kommandanturen Frankreichs verhaftet. Obwohl die bevorstehende Verhaftung durchsickert, ist die Aktion ein logistisches Meisterstück. Und ein voller Erfolg. An Hunderten von Orten werden die Ordensmitglieder gleichzeitig festgenommen und in die Kerker gesperrt. Bis zum Prozess vergehen Wochen. In der Hoffnung und im Vertrauen auf die Hilfe des Papstes harren die Templer in den Kerkern aus. Nicht selten sind sie Gefangene in ihren eigenen Festungen. Chinon, das Gefängnis der Templer in einem meterdicken Turm. In diesem Kerker war Jacques de Molay eingesperrt. Von hier aus wird er vor das Tribunal geführt. Das Blutgericht der Inquisition. Jacques de Molay, wird er den Vorwurf der Ketzerei, den Vorwurf, Jesus verleugnet zu haben, zurückweisen? Der Bruder Humbert forderte mich auf, Jesus am Kreuz zu verleugnen. Und zu meinem Bedauern habe ich es getan. Und dann verlangte er, ich solle aufs Kreuz spucken. Wie oft? Nur einmal, ich erinnere mich genau. Das Unglaubliche geschieht schon am Anfang des Verhörs. Jacques de Molay gesteht, ein Ketzer zu sein. Hatte man ihm mit der Folter gedroht? Hoffte der Großmeister, dass sein Opfer den Ordensbrüdern die Freiheit geben würde? Dann hätte er sich verrechnet, denn die Kerker bleiben weiterhin versperrt. Wer nicht das aussagt, was die Inquisition hören will, bekommt die Folter zu spüren. Im damaligen Rechtsverständnis ein legitimes Mittel, um die Wahrheit aus den Gefangenen herauszubekommen. Eine unter der Folter gemachte Aussage hat nicht weniger Gewicht als eine freiwillige. Die Vorwürfe sind bei allen Angeklagten dieselben. Die Templer verlangten von den neuen Brüdern, dass sie aufs Kreuz spucken oder auf das Antlitz Christi, dass sie Jesus verleugnen, dass sie das Kreuz auf den Kopf stellen. Dem Prozess fehlt jede Rechtfertigung, jede Rechtmäßigkeit, egal von welchem Standpunkt. Also musste alles darauf hinauslaufen, dass sie schuldig sind. Und zu diesem Zweck hat man falsche Zeugenaussagen erfunden, Erklärungen fingiert, mit den Methoden der Inquisition erzwungen.
Daher ist der ganze Prozess in Wahrheit null und nichtig. Bereits im ersten Verhör hatte der Großmeister die Schuld eingestanden. Wie wird er nun aussagen? Durchschaut er das böse Spiel? Haben Sie Falschaussagen gemacht oder Unwahrheiten gesagt, aus Angst vor der Folter oder dem Gefängnis? Haben Sie die Wahrheit verschwiegen? Nein, ich habe nichts als die Wahrheit gesagt beim Heil meiner Seele. So jedenfalls notiert es der Schreiber. Und nun kommt einer, der den Hauptangeklagten überführen will, der Kanzler des Königs. Wird Jacques de Molay sich wieder schuldig bekennen? Den Kirchenvertretern heuchelt der Kanzler Ergebenheit vor. Mit falscher Bescheidenheit beginnt er. Wollen Sie den Orden verteidigen? Ja, denn ich kenne niemanden, der so für die Verteidigung des Christentums und gegen die Feinde des Glaubens gekämpft hat. Niemanden, der williger sein Leben und Blut gegeben hat, der so von den Feinden des katholischen Glaubens gefürchtet wurde. Man liest, dass Saladin, der Sultan von Babylon, vom Großmeister und den Ordensleuten verehrt wurde. Derselbe Saladin besiegte sie, weil sie sich sexuellen Lastern hingegeben hatten. Sie haben sowohl ihren Glauben als auch die Ordensregeln verraten. Niemals habe ich derart Niederträchtiges gehört. Der Großmeister ahnt, aus diesem Kampf gibt es kein Entkommen. Hatten die Templer nicht gewaltige Festungen errichtet, um die Herrschaft der Christenheit zu sichern? Hatten sie nicht ihr Leben gegeben, um das heilige Land gegen die Ungläubigen zu verteidigen? Die Kreuzritterburgen im Orient zeugen noch heute davon. Die Burg Craque de Chevalier. Von der Türkei über Syrien und den Libanon bis nach Palästina erheben sich die weithin sichtbaren Symbole der einstigen Macht der Christenheit. Jerusalem, der Tempelberg, Schnittpunkt der drei Weltreligionen. Hier stand der Tempel Salomos. Nach diesem Ort, sowohl ein jüdisches wie ein muslimisches und auch ein christliches Heiligtum, wurde der Orden benannt. Die armen Ritter vom Tempel Jerusalems. Nahe beim Grab Christi versammelten sie sich zum Gottesdienst. Hier nahmen sie auch militärische Befehle entgegen. Noch heute erheben sich an der alten Stadtmauer Jerusalems mächtige Befestigungsanlagen aus der Zeit der Kreuzfahrer. Die Stadt, im Jahre 1099 von den Kreuzrittern erobert, wechselte mehrmals die Herrschaft. In erbitterten Kämpfen am Ende des 13. Jahrhunderts sollten die Templer demütigende Niederlagen erleiden. Die letzten Ritter der Kreuzzüge. Nach Jerusalem fielen auch die anderen Städte im Heiligen Land an die Muslime zurück. Als letzte Bastion wurde Akko gehalten, die alte Karawanserei, Knotenpunkt für den Handel zwischen Orient und Okzident. Die mächtige Kreuzfahrerstadt musste 1291 aufgegeben werden. Am Ende flohen die Templer vor den übermächtigen Muslimen. Diese zogen nach fast 200 Jahren wieder in die Hafenstadt ein. Der Verlust des Heiligen Landes wird den Templern im Prozess als Verrat angelastet. Verrat warf man ihnen auch dafür vor, dass sie die Toleranz und Klugheit ihrer Feinde schätzen gelernt hatten. Es gab in ihren Einheiten sogar islamische Söldner und Unteroffiziere. Die Achtung vor den Muslimen wird in Europa als Treuebruch angesehen. Das traurige Ende einer längst nicht mehr heroischen Epoche. Verbittert zogen die Überlebenden nach Westen, einer ungewissen Zukunft entgegen. Der verlorene Krieg hatte die Templer völlig demoralisiert. Nur wenige blieben standhaft, trotz der Folter.
Ich wurde so schlimm gefoltert, so verhört und dem Feuer ausgesetzt, dass meine Fersen verbrannten und die Knochen zerbrachen. Und dennoch, ich werde meinen Meister bis in den Tod verteidigen. Mit diesen Worten diktiert der Angeklagte sein eigenes Todesurteil. Die Mehrheit der gefangenen Templer brachte die Kraft nicht mehr auf, sich den zermürbenden Verhören zu widersetzen. Viele haben ihr Leben unter der Folter gelassen oder die grausamen und unerträglichen Haftbedingungen nicht überlebt. 7 Jahre sollte der Prozess dauern. 7 Jahre in der Hoffnung, die Wahrheit möge siegen und der Papst sich in aller Öffentlichkeit zur Unschuld der Templer bekennen. Er war der Einzige, der sie rehabilitieren und dadurch vor dem sicheren Tod retten konnte. Welche Geheimnisse haben sie mit in ihr Grab genommen? Warum haben sich die einst so gefürchteten Tempelritter nicht dagegen gewehrt, auf den Scheiterhaufen geführt zu werden? Ein letztes Mal den Papst herausfordernd widerrufen einige ihr Geständnis. Der antwortet mit einem kühlen Brief. Er lässt die Templer endgültig fallen. Unser heiliger Vater hat erlassen, dass alle, die jetzt widerrufen, verdammt sind und dem Feuer übergeben werden. In Paris werden 70 Templer, die widerrufen hatten, an einem Tag hingerichtet. Aus Sicht der Kirche wiegt das schwerer, weil es sich um einen Rückfall handelt. Das heißt, wenn man hinter ein Vergehen, das man bereits gestanden hat, zurückfiel. Deswegen wurden einige Templer verbrannt. Wer sich schuldig bekannte, kam nicht auf den Scheiterhaufen. Das Geständnis der Verbrechen wurde vergeben. Wer zurückfiel, wer sagte, nein, ich habe kein Verbrechen begangen, der wurde zum Tode verurteilt. Erst als klar ist, dass niemand den Templern zur Seite steht, bietet Gérard, einer der engsten Vertrauten des Großmeisters, dem Inquisitor die Stirn. Dieses Verhör ist eine Farce und ohne jeden Sinn. Wenn ich mich in Freiheit befände, würde ich meine Rechte verteidigen. Es ist ein verzweifelter Versuch, das Verfahren als Schauprozess zu entlarven. Wir haben nicht die Macht, sie freizulassen. Unsere Aufgabe ist es, Ermittlungen gegen den Templerorden zu führen, antwortet der Inquisitor. Das Todesurteil ist gesprochen. Nun erfährt der König, dass auch Jacques de Molay widerrufen hat. Noch bevor ein Richterspruch ihn daran hindern kann, befiehlt er die Exekution. Im letzten Moment gibt Jacques de Molay durch seinen Widerruf dem Orden seine Würde zurück. Woher kam der Sinneswandel? Hat ihn, der über Jahre die Beschuldigungen eingestanden hatte, die Hoffnung doch noch bewogen, der Papst werde in letzter Minute die Templer von aller Schuld freisprechen? In der Stunde des Todes verflucht er die, die für seine Hinrichtung und den Untergang des Templerordens verantwortlich sind, den König und den Papst. Jacques de Molay soll gesagt haben, dich, Papst Clemens, lade ich in einem Monat vor das göttliche Gericht. Dich, König Philipp, in einem Jahr. Wenn wir das Datum vom 19. März 1314 für die Hinrichtung akzeptieren, der Papst starb am 20. April 1314 in Roquemort und König Philipp der Schöne starb am 29. November des gleichen Jahres bei einem Jagdunfall, dann entsprechen diese Daten dem Fluch. Der König konnte den Orden vernichten, aber es sollte ihm keinen Nutzen mehr bringen. Und der Papst, der hier in Roquemort starb? Aus dem erst vor kurzem entdeckten Dokument wissen wir, dass er die Templer in Wahrheit für unschuldig hielt. Wurde er, wie so viele vor und so viele nach ihm, vergiftet? Oder starb er, weil er seine Schuld nicht länger ertragen konnte? Das Grab von Clemens V., der verfluchte Papst, so wird er noch heute genannt. Ein Papst, der seine Seele verkaufte, um nicht selbst als Ketzer auf dem Scheiterhaufen zu enden.
Nach 7 Jahren Folter und Gefängnis wurden alle diejenigen freigelassen, die sich zu ihrer Schuld bekannt hatten. Viele zogen in Länder, in denen sie vor Verfolgung sicher waren. Zahlreiche Legenden ranken sich seitdem um die Tempelritter. Wie die von einem geheimnisvollen Schatz. Wurde er in den Pyrenäen versteckt? Oder im Norden Frankreichs? Gisors bei Paris, ein magischer Ort. Seit langem wird hier nach verborgenen Reichtümern gesucht, die unter diesen Mauern vergraben sein sollen. Templer, so wird überliefert, seien noch vor der Verhaftung gewarnt worden und hierher geflüchtet. Bis zuletzt verfügte der Orden über gefüllte Schatzkammern. Der sagenhafte Schatz der Tempelritter. Ist er nur ein Produkt der Fantasie? Oder wurden die Reichtümer wirklich vor dem Untergang des Ordens beiseite geschafft und in dunklen Kellergängen vergraben? Als vor 60 Jahren die unterirdischen Gewölbe von Gisors entdeckt wurden, glaubte man einer Sensation auf der Spur zu sein. Seitdem ist jeder der weit verzweigten Kellergänge durchsucht worden. Auf einen Schatz ist man dabei nicht gestoßen. Anderen Überlieferungen zufolge flohen Tempelritter auf die britischen Inseln. Sind die Schätze des Ordens mit ihnen hierher gelangt? Die Könige in England hielten ihre Hand schützend über die Templer. Wie auch die Geistlichkeit. Verfolgung gab es kaum und Prozesse kamen nur zögerlich in Gang, mit wenig Erfolg. Spuren führen ins sagenumwobene Roslyn Chapel in Schottland. Hierher, so wird erzählt, sei der Schatz der Templer gebracht und unter der Krypta vergraben worden. Bis heute hat Roslyn Chapel sein Geheimnis nicht preisgegeben. Und der Orden? Ist er, wie behauptet wird, in Wirklichkeit nie aufgelöst worden? Existiert er im Geheimen bis auf den heutigen Tag? Der Wissenschaft hebt die Geschichte der Templer weiterhin Rätsel auf. Es bleiben immer noch einige Aspekte über das Leben des Ordens zu untersuchen, den ein Geheimnis umgibt. Sowohl ein religiöses als auch ein militärisches Geheimnis. Viele Aspekte, auch wie der Orden in seinem Inneren funktionierte, müssen wir noch herausfinden. Der entdeckte Brief beweist nach 700 Jahren, dass der Papst von der Unschuld der Templer überzeugt war. Der Untergang des Templerordens war die Folge eines eingefädelten Komplotts, veranlasst von einem König, der nach Macht und Geld hungerte und in einem politischen Duell über den Papst triumphierte. Opfer des Verrats Jacques de Molay, der Großmeister, und mit ihm der gesamte Templerorden. Nicht nur ihr Leben, auch ihre Ideen von einer anderen Welt endeten auf den Scheiterhaufen der Inquisition. Vielleicht hatten die Tempelritter nach Jahren in der Fremde das Leben in Europa falsch beurteilt, hingen den längst veralteten Idealen der Kreuzzüge nach. Inzwischen aber herrschten neue Machthaber und mit denen kamen Erpressung, Intrige, Folter und Mord. Wie sollten sie sich dagegen wehren? Der letzte Kreuzzug der Tempelritter, die einmal angetreten waren, das heilige Land für die Christenheit zu retten, war ein Kreuzzug durch die Hölle. Das gewaltsame Ende der Templer aber, ihr Verlöschen in der Geschichte, schuf einen Mythos, der bis heute lebt. Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen.
Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Warum bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Ja. Man hat uns verraten. Zieh die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! Freitag, der 13. Oktober 1307. In Frankreich werden mehr als 500 Tempelritter auf einen Schlag verhaftet, im Auftrag des französischen Königs Philipps IV. Er will den reichen und mächtigen Orden für immer vernichten. Es ist die erste effektive, größt angelegte, geheim gehaltene Polizeiaktion der europäischen Geschichte. Und es ist ein bis heute tief umstrittener Prozess der Rechtsbeugung. Die Templer werden eingekerkert, von Handlangern des Königs vernommen, gefoltert und der damals schlimmsten Verbrechen angeklagt. Ketzerei, Korruption und Homosexualität. Das Problem war, dass der Orden eigentlich nur unmittelbar dem Papst unterstand. Das heißt, das, was Philipp machte, dieser Übergriff, war im Sinne der Zeit rechtswidrig. Dennoch sterben viele Tempelritter auf dem Scheiterhaufen. Der Orden wird im Jahr 1314 vom Papst aufgelöst und für immer verboten. Doch die Tempelritter leben. Süpplingenburg in Niedersachsen, auf halbem Weg zwischen Braunschweig und Magdeburg. Hier, auf einem uralten Anwesen der Templer aus dem 12. Jahrhundert, treffen sich die modernen Tempelritter im Oktober 2010. In der einstigen Stiftskirche St. Johannes wird in einem feierlichen Ritual ein neues Mitglied in den Orden aufgenommen. Also es scheint schon eine Anziehungskraft zu haben, im weißen Mantel mit rotem Kreuz rumzulaufen. Man sollte es aber nur dann tun, wenn man es ernst meint. Man hat ein 30 cm großes Kreuz auf dem Arm, das auch deutlich zum Ausdruck bringen soll, ich bin ansprechbar, ich bin Christ, ich stehe für meinen Glauben ein. Elke Bruns, die Großpriorin des Ordens, nimmt persönlich die Investitur des angehenden Ritters vor. Wenn man sich entschließt, Ritter zu werden, einem Orden anzugehören, dann ist das lebenslang. Die geheimnisvolle Geschichte der Templer beginnt Anfang des 12. Jahrhunderts. Palästina ist Ziel vieler Pilger aus Europa. Aber Reisen nach Jerusalem sind langwierig, gefährlich und das Heilige Land ist fest in muslimischer Hand. In 1095 ruft der Papst zum ersten Kreuzzug auf, zur Befreiung Jerusalems. Papst Urban II. Hat wahrscheinlich an einige hundert oder möglicherweise auch einige tausend Ritter gedacht, die also jetzt den Schutz der Pilger übernehmen.
In Wirklichkeit aber haben sich 100.000 oder 120.000 aufgerufen gesehen. Die Leute sind auf Kreuzzug gegangen, um das Evangelium zu erfüllen, um Christus nachzufolgen, um Buße zu tun für ihre Taten, aber auch um den einheimischen Christen dort zu helfen, um die Kirche zu befreien. Dem Aufruf des Papstes folgend machen sich die Menschen spontan auf den Weg, durchqueren unwegsame Regionen und hohe Gebirge. Viele Pilger werden krank und sterben oder kommen bei Überfällen ums Leben. Nur wenige erreichen das Heilige Land. Im Herbst 1096 ziehen 20.000 wohlorganisierte Ritter los, von denen 5.000 in Jerusalem ankommen, denen es sogar gelingt, die Stadt zu erobern. Jerusalem, die heilige Stadt, wird zum Zentrum eines neuen christlichen Königreichs. Muslime werden aus der Stadt vertrieben. Doch dem neuen Reich droht von allen Seiten Gefahr. Nach dem ersten Kreuzzug sind die meisten Pilger wieder zurückgegangen. Und dort hatte man diese Städte in Besitz und das flache Land war weiterhin muslimisch. Und es gab eben weiterhin Überfälle. Die Situation war konkret um das Jahr 1118, 1119 offenbar so, dass selbst die Reise zwischen der Küste und Jerusalem nicht sicher war. Also es gab offenbar ein Hinterhalten, immer wieder Angriffe sozusagen auf die Pilgergruppen, die da kamen. Und man kann vermuten, es gibt eben dafür einige Anzeichen, dass sich vor dem Hintergrund eines solchen Überfalls auf Pilger im Jahre 1118 tatsächlich dann also diese erste Gruppe der Templer gebildet hat. Zwischen Felsendom und Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg zu Jerusalem nimmt die Geschichte ihren Anfang. 9 französische Ritter, an ihrer Spitze Hugues de Pins, wollen die Pilgerwege sichern. Sie geloben, wie Mönche zu leben und wie Ritter zu kämpfen. Der König von Jerusalem übergibt den Rittern die Moschee als Wohnstadt und Hauptquartier. An dem Ort, wo einst der Tempel Salomons stand, residiert nun der neue Orden und nennt sich Arme Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel zu Jerusalem. Also Mönch und Ritter ist im ersten christlichen Jahrtausend als unvereinbar aufgefasst worden. Ein Mönch darf keine Waffe in die Hand nehmen. Er muss sich nur mit dem Wort verteidigen. Der Ritter führt den Krieg. Es gibt also Textstellen der Zeit, die von Monstern sprechen in dieser Verbindung. Der neue Orden findet einflussreiche Unterstützer. In der französischen Stadt Troyes tagt 1129 ein Konzil, auf dem die Regeln der Templer festgelegt werden. Der charismatische Zisterzienser Bernhard von Clairvaux lobt in einer Schrift die neue Lebensform der Mönchsritter. Bernhard von Clairvaux hat dann wirklich in diesem Lob der neuen Ritterschaft dargelegt, warum es einen heiligen Krieg geben kann und warum der gerecht ist und wie der Kämpfer beschaffen sein muss, um diesen Krieg für sich verdienstvoll zu führen. Also er durfte zum Beispiel nicht aus Habgier oder aus Rachsucht den Feind erschlagen, aber er durfte es aus Liebe zu Christus und dann war es verdienstvoll. Die Ordensregeln beschreiben exakt, wie sich die Ritter zu verhalten haben und wie sie als Mönche leben sollen, welche Gebete bei Tisch gesprochen, welche Speisen gereicht werden dürfen. Sie haben einfache Kleidung zu tragen und sie müssen in Keuschheit leben, in Gehorsam und Demut. Das Altersleben der Templer muss man sich sicherlich sehr einfach vorstellen. Dazu gehört die persönliche Armut, dass man eigentlich keinen persönlichen Besitz hat. Dazu gehört, dass man gemeinsam isst, gemeinsam schläft sozusagen, also ein sehr striktes, hartes Leben eigentlich, ausgerichtet auf die eigentlichen Aufgaben. Und sie waren in Gehorsam dem Meister verpflichtet und über den Meister dem Papst und niemanden sonst. Als Eliteeinheit kämpfen die Templer im Heiligen Land. Ausgestattet mit immer neuen päpstlichen Privilegien werden sie zu einer eigenständigen politischen Macht im Königreich Jerusalem.
Vom Patriarchen, vom König und vom Adel bekommen sie Besitztümer. Sie bauen mächtige Burgen und Festungen entlang der Mittelmeerküste und im Heiligen Land. Wenn man mal die Ritterburgen im heutigen Israel besichtigt, eine unglaubliche technische Leistung, Aufwand. Man fragt sich, wie das also zustande gekommen ist. Dahinter steckt das Phänomen, wenn religiöse Kraft in Arbeit oder jetzt hier in militärische Kraft umgesetzt wird. Eigentlich mit dem Christentum nicht vereinbar. Also sie waren auf gar keinen Fall irgendwie ein intellektueller Orden, der sich da irgendwelchen Studien gewidmet hätte. Das waren ja einfach Kämpfer und außer den Kaplänen, die dann später dazu kamen, da konnte auch keiner lesen und schreiben oder kaum einer. In seiner inneren Ordnung orientiert sich der Orden am damals gängigen Gesellschaftsmodell. Es gibt kämpfende Brüder, die Ritter, dienende Brüder, die Arbeiter und Priesterbrüder, die Betenden. Wer in den Orden aufgenommen werden will, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Um Ritterbruder zu werden, musste man zumindest frei geboren sein und Sohn eines Ritters sein. Und sie mussten schon zum Ritter geschlagen sein. Ansonsten konnte jeder Handwerker oder Bauer eintreten. Zwei Ritter teilen sich ein Pferd. Dieses Symbol steht für Armut und Brüderlichkeit. Es wird rasch zum Markenzeichen des erfolgreichen Ritterordens. Die Grundlagen für Macht und Einfluss werden im Westen Europas gelegt, besonders in Frankreich, wo die Gründer des Ordens zu Hause sind. Die Templer werden immer populärer. Immer mehr Adelsfamilien streben in den Orden. Sie bringen Geld, Immobilien, sogar ganze Ländereien in die Gemeinschaft ein. Die Vielzahl der Schenkungen und das daraus sich sozusagen bildende Netzwerk von Besitzungen über Europa hinweg ist eine ganz wichtige Voraussetzung überhaupt für die erfolgreiche Arbeit, wenn man so will, für das erfolgreiche Vorgehen der Templer im Heiligen Land. Ein Netzwerk von Besitztümern entsteht in ganz Europa. Gutshöfe, Komtureien genannt, mit einer Kirche im Zentrum. Um sie herum Stallungen, Scheunen und Wohngebäude. Ein Komtur als Verwalter überwacht die Bewirtschaftung des Grundbesitzes. Die Komtureien betreiben Mühlen, Bäckereien und Handelshäuser. Das bringt Gewinne. Gleichzeitig leisten Bauern als Pächter Abgaben. So füllen sich die Kassen der Templer. Über die Zentrale in Paris fließen die Gewinne ins Heilige Land. Man hatte also mit diesem entstehenden Netzwerk ein Instrument natürlich auch, die Dinge, die fehlten im Heiligen Land, dort zu beschaffen, in diesem Rahmen der Gemeinschaft dieses Ordens. Auf dem Seeweg kommen die dringend benötigten Güter ins Heilige Land. Nahrungsmittel, Waffen und Pferde. Und die Templer sorgen für den sicheren Transport der Pilger. Aber auch für deren Vermögen bieten sie Schutz und entwickeln ein geniales System. Man hat Leuten, denen die Reise ja auch zu unsicher war mit größeren Geldsummen, gesagt, wenn ihr an einer Stelle das einzahlt bei uns, sagen wir mal in Frankreich, in Paris, dann dürft ihr also in Akkon beim Schatzmeister, dürft ihr das Geld euch wieder auszahlen lassen. Das hat auch funktioniert. Und das war also natürlich auch für die Templer selber eine Grundlage, damit gewisse Geschäfte zu machen und ihre eigenen Ziele besser verfolgen zu können. Die Templer entwickeln ein eigenes Finanzsystem und steigen in Bankgeschäfte ein. Sie nehmen Wertsachen und Geld in Verwahrung, vergeben Kredite und wechseln regionale Währungen in Fremde. Einige Ordenshäuser betreiben sogar Bankschalter mit geregelten Öffnungszeiten. Da hat sich relativ rasch ein gewisser Vorläufer des europäischen Bankenwesens durch die Templer entwickelt. Eben auch so erfolgreich, dass man zum Teil eben für führende Personen, die französische Königin Blanche von Kastilien, Mutter Ludwigs des Italien wäre hier zu nennen, dass man quasi dazwischendurch auch den gesamten Haushalt verwaltet hat, also die Finanzen verwaltet hat der französischen Königin. Ende des 12. Jahrhunderts genießen die Templer das Vertrauen vieler europäischer Herrscher. Offenbar sind die Mönchsritter ein Erfolgsmodell und der Orden weitet seinen Besitz über ganz Europa aus.
Richtung Osten expandieren die Templer vor allen Dingen nach Norddeutschland und Slawien, wie die Länder jenseits der Oder damals bezeichnet werden. Eine Komturei entsteht in Liezen, im heutigen Land Brandenburg. Sie ist in ihrer Grundstruktur noch gut erhalten. Der große Speicher stammt aus der Zeit der Templer. Es ging ja hier um die Besiedlung dieser Flächen. Die wurden ja von den hiesigen Fürsten ins Land geholt, um also bestimmte Wüste Gegenden zu besiedeln, zu kultivieren. Das war ja Kulturarbeit in erster Linie. Aber es geht auch um die Verteidigung des Territoriums vor feindlichen Übergriffen. Das war eine befestigte Anlage, die also eine Schutzfunktion hatte in erster Linie. Um also ein bestimmtes Gebiet, es sind ja, gehörten ja meistens mehrere Dörfer dazu, zu schützen vor Übergriffen von feindlichen Nachbarn. Aber es war natürlich auch das Zentrum, das geistliche Zentrum, es war auch das kulturelle Zentrum dieses Gebietes. Ein kulturelles Zentrum im Herbst 2010. Kloster Lichtental in Baden-Baden. Es sieht wie eine Filmszene aus, aber es ist die Versammlung des OSMTH, Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani. Ritterorden des Tempels zu Jerusalem. Und die Damen und Herren sind Rechtsanwalt, Beamter, Juwelier, Ärztin, Steuerberater, Kriminalist. Bei uns ist es nicht nötig, adelig zu sein oder aus einer bestimmten Berufsgruppe. Gerade die Mischung macht uns schlagkräftig, weil wir viele Verbindungen haben. Leute, die sich für uns interessieren, für unseren Orden interessieren, sind so weit, dass sie auf eigenen Füßen stehen können. Selten ist das eigentlich vor 30. Viele von ihnen sind schon jenseits der 30. Aber allen gemeinsam verleiht der weiße Mantel mit dem roten Tatzenkreuz zumindest äußerlich einen Hauch von Adel. 6000 Mitglieder hat der OSMTH weltweit. Über 100 in Deutschland. Aber noch weitaus mehr Menschen nennen sich heute Tempelritter, denn der Name ist nicht geschützt. Was treibt Männer und Frauen dazu, Ritter und Dame zu spielen im 21. Jahrhundert? Ich habe in jungen Jahren sehr viel Urlaube in Frankreich auch gemacht, wo man allen Orten über diesen Orden stößt und der dann natürlich auch eine gewisse Faszination auf einen ausübt. Viele Leute kommen über den christlichen Glauben, dass sie da noch mehr wollen, aber in Verbindung mit etwas anderem, denn sonst wäre jede andere kirchliche Organisation genauso für ihre Bedürfnisse da. Aber auch dies in Kombination mit dem Dienst am Nächsten hat mich auch dazu veranlasst und auch viele andere Ordensbrüder und Schwestern dazu veranlasst, hier in den Orden einzutreten. Und ehrlicherweise muss man natürlich schon dazu sagen, so ein gewisser Flair geht auch von dem Ritterorden aus. Das kann man nicht beiseite lassen. Unseren Mitmenschen dienen. Dann auch die Neotempler leben nach Regeln, allerdings weitaus weniger strengen als im Mittelalter. Wir sind ein ökumenischer Orden und sagen das nicht nur, sondern wir leben es auch wirklich. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Orden ist eine christliche Taufe. Sich zu den Wertvorstellungen des Christentums bekennen. Darüber hinaus natürlich noch die Regeln des Ordens, Traditionen zu respektieren und so weiter. Aber an oberster Stelle steht für uns eben die christliche Taufe. Und die muss auch schriftlich nachgewiesen werden. Und als zweites, ganz, ganz wichtig, ist die Gleichberechtigung der Geschlechter. Bei uns haben Männer und Frauen gleiche Rechte und Pflichten. Mönche und Ritter zugleich, hieß es einst. Für das Mönchsein steht heute der christliche Glaube. Und für die Ritterschaft? Wenn Sie den Ritter ansprechen, den Ritterbereich, dann ist dies ein Engagement in der Gesellschaft, die sich nicht versteckt. Wir wollen gesellschaftlich Einfluss nehmen und dies unter der Fahne des Christentums. Karitative Arbeit ist die Aufgabe der modernen Templer. Hilfsprojekte im In- und Ausland. Damit haben sie es bereits bis in die Vereinten Nationen gebracht.
Ich beispielsweise bin auch Vertreter des Ordens bei der UNO in Wien. Wir sitzen da in den Gremien zusammen mit Botschaftern, Konsuln, diplomatischen Angehörigen. Wir haben Mitspracherecht in sozialökonomischen Fragen. Nur so können wir unsere Interessen vertreten. Die modernen Tempelritter sehen sich nicht als Geheimbund. Doch über Finanzierung, Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen schweigen sie. Zurück im 12. Jahrhundert. Die Templer sind längst eine feste Größe im Heiligen Land. Doch 1187 spitzt sich die Lage dramatisch zu. Das Kreuzfahrerheer wird durch militärische Fehlentscheidungen der Templer in der Schlacht bei Hattin fast vollständig vernichtet. Sultan Saladin erobert Jerusalem. Festung für Festung fällt in die Hand der Muslime. Zuletzt hält das christliche Heer nur noch die Hafenstadt Akkon. Die Templer waren die Letzten, die sozusagen aufgaben im Stadtschloss in Akkon 1291. Aber sie waren eben nicht in der Lage, gegen die sehr erfolgreichen großen Truppen eben der ägyptischen Sultane oder auch der Mongolen, die zwischendurch eingriffen, etwas Wirksames entgegenzusetzen. Dazu waren die Mittel nicht vorhanden. Jerusalem und Palästina gehen endgültig verloren. Die Mission der Templer ist gescheitert. Nachdem die Kreuzzüge gescheitert waren und das Heilige Land verloren war, dann brauchte man natürlich einen Sündenbock und die Ritterorden boten sich da an und besonders die Templer, weil das wirklich der Haupt, die Speerspitze war. Die Templer konzentrieren sich jetzt auf Europa. Paris wird das neue Machtzentrum des Ordens. Noch funktioniert das Netzwerk von Ordenshäusern und Komtureien. Noch sind die Templer einflussreiche Berater von Fürsten und Königen. Doch zunehmend werden sie beargwöhnt. Ihre Besitztümer wecken Begehrlichkeiten bei den Mächtigen, besonders beim französischen König Philipp IV. Der ist hoch verschuldet, vor allen Dingen bei den Templern. In einer lange vorbereiteten geheimen Polizeiaktion lässt er 1307 alle Templer in Frankreich gleichzeitig verhaften und beschlagnahmt ihren Besitz. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Papst den Orden selber gewarnt hat. Aber diese Art von Überfall war also offenbar vollkommen überraschend für die Templer. Ohne Möglichkeit der Verteidigung werden die Templer verhört. Unter erbarmungsloser Folter gestehen die meisten, was ihnen vorgeworfen wird. Ketzerei, Götzenanbetung, Homosexualität und die Verleumdung Christi. In dem Templerprozess werden führenden Rittern des Ordens Vergehen vorgeworfen, die nach allem Religionsrecht die Todesstrafe erfordern. Es hat gut funktioniert, weil der König die Templer sofort hat befragen lassen unter Folter von seinen Leuten, nicht von der Kirche. Und nur die belastenden Geständnisse überhaupt ins Protokoll aufgenommen wurden. Und wie der König auch deutlich sagt in seinen Anweisungen, die Templer so lange gefoltert werden sollten, bis sie das wenigstens die Verleugnung Christi gestehen. Es gab auch den Versuch von Seiten des Papstes, das Verfahren in die Hand zu bekommen, indem er also selber eine Kommission von Kardinälen entsandte. Es kommt zum Machtkampf zwischen Papst Clemens V. und dem französischen König. Der agiert geschickt und bedroht den Papst selbst mit einem Ketzerprozess. Am Ende sind die Templer die Verlierer. In diesem speziellen Verfahren waren sie praktisch damit schon verurteilt. Sie hatten das gestanden und damit gab es jetzt nur eine Möglichkeit. Entweder sie widerrufen, dann nehmen sie ihr Geständnis zurück, dann können sie aber als rückfällige Ketzer verbrannt werden. Und das ist auch passiert. Oder sie bestätigen das Geständnis und dann bekommen sie die Absolution. Tod auf dem Scheiterhaufen oder lebenslange Kerkerhaft. Das Schicksal der Tempelritter ist besiegelt. Der Papst sieht sich selbst bedroht. Er beugt sich dem Druck und löst 1312 den Templerorden auf.
Der Papst hat argumentiert, es gäbe so viel Gerüchte und schlechte Nachrichten über den Orden. Er habe also einen schlechten Ruf inzwischen, dass man ihn wegen dieses schlechten Rufes einfach aufheben müsse. Also kein Nachweis einer Schuld, sondern nur der schlechte Ruf sozusagen, der dann eine Aufhebung begründet. Aber mit immerwährender Gültigkeit. Steht ausdrücklich drin, niemand darf je wieder den Orden gründen, niemand darf je wieder dieses Habit tragen. Der Orden ist für alle Zeiten aufgehoben. Am 11. März 1314 lässt König Philipp den letzten Großmeister des Ordens der Tempelritter, Jacques de Molay, auf einer Seine-Insel verbrennen. Der Sage nach soll der auf dem Scheiterhaufen König und Papst verflucht haben. Tatsächlich überleben beide das Jahr 1314 nicht. Mehr noch, das Königsgeschlecht der Karpetinger stirbt aus. Es entstehen die Mythen und Legenden, die sich bis heute um die Tempelritter ranken. Rätselhafte Figuren finden sich an den Kirchen, die im Auftrag der Templer erbaut wurden. In Kerkern und Verliesen, in denen Templer inhaftiert waren, finden sich später geheimnisvolle Symbole und Graffiti. Und es entsteht die Legende vom Templerschatz, wonach angeblich eine kleine Gruppe von Ordensrittern aus dem Hafen La Rochelle fliehen konnte. Man hat keinerlei Quellen, dass irgendwo eine größere Anzahl von Templerschiffen den Hafen verlassen hat und irgendwo angekommen ist. Und in Frankreich wäre das ja aufgefallen, wenn da einfach plötzlich jetzt 5 Schiffe heimlich still und leise den Hafen verlassen. Doch die Legende lebt. Einmal wird der Templerschatz in Afrika vermutet, dann sollen die Templer bis nach Nordamerika gesegelt sein. Oder es gibt Vermutungen, die Templer seien mit dem Schatz nach Schottland geflüchtet und hätten dort im Untergrund weiter existiert. Jahrhunderte später nehmen einige Freimaurer den Faden auf, sehen sich in ungebrochener Linie zu den Templern. Sie berufen sich auf angebliche Geheimlehren des Ordens, die als Vermächtnis des letzten Großmeisters Jacques de Molay irgendwie über sie gekommen sein sollen. Die wichtige Rolle, die der Orden gespielt hat, sowohl im Heiligen Land wie auch im europäischen Kontext, die Vorstellung natürlich bei wichtigen Ereignissen dabei gewesen zu sein, mit auch einem zentralen Sitz an zentraler Stelle des Christentums, mitten in Jerusalem sozusagen, dass man da sehr oft die Idee hat, der Orden könnte beteiligt gewesen sein, eben an der Aufdeckung christlicher Mysterien, er könnte, was ich den Heiligen Gral gefunden haben, er könnte Untersuchungen eben verschiedenster Art auch an seinem Standort gemacht haben. Sein Standort im Heiligen Land, das war fast ein Jahrhundert lang der Tempelberg in Jerusalem. Sicher ist, dass sich die Ordensgründer um Hugues de Pin schon einige Jahre zuvor dort aufhielten und immer wieder dorthin zurückkehrten. Waren ihre Aufgaben also nur Kampf und Pilgerschutz? Es wird spekuliert. Sie hatten eine andere Aufgabe. Ihre Aufgabe war es eben, die heilige Bundeslade zu finden, die möglicherweise unter dem Tempelberg von Jerusalem versteckt war. Eine gewagte These. Die Bundeslade ist dem Alten Testament nach einer der wichtigsten Schätze der jüdischen Religion. Ein mit Gold beschlagener hölzerner Schrein, in dem die Steintafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt werden, die Gott Mose gegeben haben soll. Historisch verbürgt ist, dass es vor der Gründung der Tempelritter im französischen Troyes Kontakte gibt zwischen Zisterziensermönchen und dem Talmudgelehrten Rabbi Rashi. Sie tauschen sich aus über Deutungen des Alten Testaments. Die Vermutung geht dahin, dass eben
Hugo van Pin und Hugo von Champagne und in diesen Talmud-Texten eben Hinweise suchten, die darüber Aufschluss hätten geben können, wo möglicherweise die Bundeslade in Jerusalem verborgen war. Das heißt also im Rückkehrschluss, dass diese ganze mögliche Suche nach der Bundeslade im Auftrag des Zisterzienserordens stattgefunden haben könnte. Der Ansatz, den diese Leute verfolgt haben, war wahrscheinlich eben, wir sind hier auf dem Tempelberg, wir haben alle Zeit der Welt und lasst uns suchen. Und es könnte durchaus sein, dass eben Hugo van Pin, Hugo von Champagne und ihre Leute tatsächlich was gefunden haben aufgrund dieser hebräischen Talmud-Texte. Die Bundeslade, kann ich nur sagen, wenn die Templer sie gefunden hätten, dann wüssten wir heute davon. Weil es wäre eine riesige Reliquie gewesen und die hätte man ausgestellt. Warum sollte man das verschwiegen haben? Denn man weiß, dass die Templer andere Reliquien durchaus ausgestellt haben. Kreuzpartikel oder heiligen Reliquien weiß man sehr wohl. Doch auch dafür hat Tobias Wabbel eine Erklärung parat. Die Lade ist ein jüdisches Artefakt. Und es würde beweisen, dass eigentlich das Judentum, das auserwählte Volk, noch vor dem Christentum steht. Das soll geheim bleiben, mutmaßt der Autor. Und so gelangt die Bundeslade heimlich, still und leise von Jerusalem nach Rom in den Vatikan. Jetzt kommen in Wabbels Theorie die gotischen Kathedralen ins Spiel. Bauten, die immense Investitionen erfordern. Die Instanz, die dafür in der Lage war, zu dem Zeitpunkt, war nur der Templerorden, weil sie eben die Bankiers Europas waren. Man muss schon die Parallelen sehen. Gründung des Templerordens, Entstehung der gotischen Architektur. Und wenn man sieht, dass innerhalb von 80 Jahren über 100 große gotische Kathedralen in Frankreich entstanden sind, stellt sich die Frage, ob nicht noch mehr im Spiel war. Die Abteikirche von Saint-Denis, nördlich von Paris, ist 1140 zu großen Teilen errichtet. In ihrer Gestaltung entspricht sie dem Abbild des Gottesreiches auf Erden, wie man es im 12. Jahrhundert versteht. War das der einzige angemessene Ort, um eben so etwas Ungeheuerliches wie die Bundeslade auch angemessen unterzubringen? Und davon zeugt eben auch dieses Kapitellrelief in der Krypta von Saint-Denis. Hier sieht man halt die neuen Köpfe der Templer und die Bundeslade, die eben auf einem Ochsenkarren davongezogen wird und, wenn man so will, nach Frankreich überführt wird. Also gehe ich davon aus, dass die Lade, nachdem sie in Rom war, in Saint-Denis untergebracht wurde, an einem sicheren Ort. Während meiner Nachforschung fiel mir auf, dass die Kathedralen von Nordfrankreich gewisse Muster darstellen. So bilden zum Beispiel die Kathedralen, die der Jungfrau Maria geweiht sind, das Sternbild des Drachen dar. Wie passt das jetzt zusammen? Und zu welchem Zweck? Ich werte das als Hinweis auf den Verbleib der Bundeslade. Und Wabbel vermutet weiter. Er nimmt an, dass die Bundeslade, dem Weg des Sternbilds folgend, in verschiedenen Kathedralen verwahrt wurde. Zum Schluss in Laon. Als ich also nach Laon kam, suchte ich nach Hinweisen, die eben auf den Drachen und die Jungfrau sich bezogen haben. Und genau die habe ich gefunden. Man sieht also zwischen den Glockentürmen an der Westfassade von Laon, dass eben auf einem Kasten zwei Engelthronen, zwei Cherubim, in der Mitte die Jungfrau Maria, die eben auf den Kopf des Drachen tritt. Es wimmelt quasi von Drachen in Laon, was eben auch sehr einzigartig ist in der gotischen Architektur. Und in Laon wird der heilige Georg als Templer dargestellt. Er hat sogar eine Bourbonlilie auf seinem Helm und trägt ein Templerkreuz auf seinem Schild. Der heilige Georg ist der Templer. Und ich werte das als weiteres sehr stichhaltiges Indiz, dass eben sich hier in Laon alles zusammenfindet. Kleinere Untersuchungen hat es in und unter der Kathedrale gegeben. Gefunden wurde bisher nichts.
auch nicht in den weit verzweigten Katakomben unter der Stadt. Historiker hoffen ohnehin, ganz andere Schätze zu finden. Worauf man immer hoffen kann, das tut man als Historiker natürlich besonders gern, dass man noch eine andere Art von Templerschatz vielleicht eines Tages findet, nämlich Teile des verlorenen Zentralarchives, dass sich also in irgendeinem Überlieferungskontext noch Manuskripte, Briefe oder andere Dinge finden, die uns noch mehr erfahren lassen über die historische Situation des Templerordens im 12. und 13. Jahrhundert. Denn das große Archiv der Templer, was es gegeben haben muss, ist vermutlich auf Zypern verloren gegangen. Um Spuren und Geheimnisse der Templer zu finden, muss man allerdings nicht nach Zypern reisen. Mücheln, ein Ortsteil von Wettin an der Saale in Sachsen-Anhalt. Hier befinden sich die einzige noch vollständig erhaltene Kirche des Ordens in Deutschland und Reste einer ehemaligen Komturei. Wann und wie die Templer nach Mücheln kamen, ist nicht bekannt. Wir wissen nur, dass eine Kirche in Wettin, dass die schon ganz früh, sagen wir 1240 vielleicht, mit den Templern verknüpft worden ist. Es wurden also Abgaben entrichtet. Also die Verbindung zu den Templern, die ist sehr alt, aber es gibt keine Zeugnisse darüber. Die gotische Kirche ist auch im Innern original erhalten, weil sie jahrhundertelang als Speicher und Scheune genutzt wurde. Während der Restaurierung kamen Wandgemälde aus der Zeit der Templer zum Vorschein. Unter anderem diese Mariendarstellung. Auch ein rätselhafter steinerner Wandschrank. Dieses Häuschen ist eingesetzt an den Platz, an dem ursprünglich der Tresor, der Wandschrank des Ordens war. Der Wandschrank, in dem nicht nur die heiligen Geräte auch bewahrt wurden, sondern auch das Bargeld. Das Geld, das die Templer eingenommen haben für ihre Dienste oder auch ja für den Dienst, wenn man also auf Pilgerfahrt ging, konnte man sich hier eintragen lassen, bekam seinen Pilgerbrief und man konnte seine Barschaft hier lassen, in der Überzeugung, dass man in jeder anderen Komturei auf dem Weg ins Heilige Land dort Geld abholen konnte. Bemerkenswert sind die in Stein gehauenen Pflanzen. Lorbeer, Feige, Artischocke und weiße Lilien. Christliche Symbole, aber nicht typisch für Mitteldeutschland. Eher für das Land, in dem die Templer zwei Jahrhunderte agierten. Vielleicht hat sich hier das Gefühl ausgedrückt, dass man die Rückeroberung Jerusalems wohl nicht mehr erreichen wird. Und dass man die Erinnerung und die Vision, das, was man wollte, hier zum Ausdruck gebracht hat. Und sich hier sozusagen nochmal ein Monument dafür hingesetzt hat, auch als Denkbild. Wir hoffen, dass wir dem Geheimnis des steinernen Gartens, wie wir das hier genannt haben, schrittweise noch näher kommen. Auch die Neutempler nähern sich in vielem dem alten Orden. Wenn wir uns auch distanzieren von dem historischen Orden, weil da gibt es viel zu wenig Parallelen, so haben wir doch einige Dinge übernommen, weil es wichtig ist, Menschen brauchen Rituale. Zuerst sind da die Schwerter. Wir haben Schwerter. Es sind aber Zeremonialschwerter. Fast jede Komturei hat eins und ein Großschwert. Hat nichts mit Waffen zu tun. Und des Heiligen Geistes schlage ich dich zur Dame des Ordens. Zwei Jahre lang hat Ursula Nies-Hemblen auf diesen Ritterschlag hingearbeitet. Wird sie jetzt auch in Geheimnisse des Ordens eingeweiht? Ein Geheimnis gibt es nicht, nein. Also nein. Mir ist jedenfalls keins bekannt und ich denke, ich würde es kennen, wenn es das gäbe. Die päpstliche Anerkennung als Orden bleibt den Neutemplern zwar versagt, aber ein französischer Herrscher, ein Kaiser gar, hat die Templer vor über 200 Jahren wieder zum Leben erweckt.
Wir sind die einzige Organisation, die sich Orden nennen darf, weil wir von einem Souverän 1804 von Napoleon Bonaparte wieder als Orden anerkannt wurden. Wir stehen in der Tradition, wir haben den Namen Orden, wir sind weltweit verbreitet. Landshut in Bayern. In einem Raum des Klosters Seligenthal ist eine der 19 deutschen Komtureien des weltweiten Ordens zu Hause. Einmal im Monat treffen sich die Templer aus München, Augsburg und Regensburg. Dann geht es auch um ganz profane Dinge, wie neue Mäntel für den Orden. In erster Linie aber um karitative Arbeit, soziale Projekte in Bayern und um die Unterstützung von christlichen Einrichtungen in anderen Ländern. Zum Beispiel in Bulgarien. Es hat sich ergeben, dass wir mittlerweile 3 Projekte in Sofia haben. Das eine ist der Aufbau eines medizinischen Versorgungszentrums. Dann unterstützen wir ein Kinderheim in Novi Han. Und der Aufbau eines Kinderhauses, nennen wir es mal, auch in Sofia. Es ist Kindergarten mit Kindertagesstätte. Dann werden förderungswürdige Jugendliche unterstützt, die den finanziellen Hintergrund nicht haben. Die Landshuter Templer unterstützen nicht nur bulgarische Projekte. In Indien finanzieren sie ein Haus für gehörlose Kinder und in einem Krankenhaus in Kamerun vermitteln sie den Umgang mit Computertechnik. Doch die Messlatte wird noch höher gelegt. Wir setzen sehr stark auf Diplomatie. Wir haben überkonfessionelle Gremien. Wir stoßen das auch an, beispielsweise Dialog zwischen Israel und Palästina. Da kann man oft mehr bewirken, als die Politiker zusammenzuholen. Wir hatten Gespräche mit dem König von Jordanien. Darin sagte er zu, dass er die christlichen Stätten in seinem Land schützen würde. Sie stehen unter seinem Protektorat. Wir bekamen an der vermeintlichen Stelle, an der Johannes der Täufer Jesus taufte, ein Grundstück mit der Zusage, ein Pilgerhospiz dort errichten zu dürfen. Das wäre nicht möglich ohne internationalen Einfluss. Sollte das Projekt gelingen, könnten die modernen Templer zu ihren Wurzeln ins Heilige Land zurückkehren. Dieses Mal allerdings unter friedlichen Vorzeichen. Einfach so für die Ökumene wirken, das ist heutzutage natürlich gut. Oder für den Religionsausgleich im Heiligen Land heute zwischen Juden, Palästinensern und Christen wirken. Aber das hat mit dem Gedankengut, was die Templer natürlich damals hatten, überhaupt nichts zu tun. Das ist heute sehr löblich und menschenfreundlich, aber nicht das, was die Templer damals gelebt hatten. Die Tempelritter sind unsterblich. Sie leben weiter in Legenden und Mythen. Schatzsucher jagen ihnen nach. Sie liefern Stoff für Filme und Romane. Die Templer stehen für edles Tun, genauso wie für Verschwörungstheorien. Vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr.